früh, ziemlich früh. Und es war fast noch dunkel. Professor, Darling, was war das? Verdammt nochmal, ich komm ja schon. Was gibt's denn? Ein Eilbrief für Sie, Sir. Einen schönen Tag noch. Von Lydia. Was schreibt sie denn Tolles? Ja, hier, sie funktionieren, wie du siehst. Gruß, Lydia. Sie funktionieren? Wer funktioniert? Süß? Zucker? Puderzucker. Professor Darling, die Zeitung, sieh nur. Sie staubt und löst sich auf. Auch dein Buch. Komisch. Es schmeckt süß. Ist das Zucker? Nee. Was? Das ist ja grauenvoll. Professor, Darling, was ist daran grauenvoll? Beängstigende Ereignisse kündigen sich an. Unvorstellbares, Bedrohliches. Aber nein. Doch, traurig, aber wahr. Was ist geschehen? Geschehen? Es geschieht immer noch. Es geschieht immer weiter, immer umfassender. Hinter unserem Rücken, unter unseren Augen, unaufhaltsam und leise. Hier, über 10.000 Bände. War das der Erfolg, von dem du geträumt hast, Lydia? Leo! Der Brief, Lydia. Dein Brief an mich, sie funktionieren, wie du siehst. Der eingeschriebene Eilbrief heute Morgen. In Vakuum versiegelt und das Kuvert von außen sterilisiert. Der Rest war dein Problem. Ach, bei allen Heiligen, Lydia. Welch halbwegs vernünftiger Mensch schickt so etwas Brisantes mit der Post? Nein, mein Lieber, du hältst mir nichts an. Du nicht! Und jetzt, wo ich besser bin als du, trifft mich kein Vorwurf mehr. Ich habe resigniert, weil ich sah, wo das hinführt. Du weißt mir trotzdem nichts nach.